dürfen wir vorstellen Shia Su, 36, Deutschlands Nummer 1 Müllbekämpferin. Ein erfolgreicher Blog, 100.000 Instagram-Follower und ein Bestseller. Shia verdient mit Zero-Waste-Tipps ihren Lebensunterhalt. Man kann mit Zero Waste auf jeden Fall Zeit sparen, man kann Geld sparen, man kann es natürlich auch vollkommen crazy werden und ganz viel weitermachen, aber muss man nicht. Na, versprechen kann sie viel. Mal schauen, wie Shia das selbst in ihrem Alltag macht. Und was wir von der Expertin lernen können. Köln, 10 Uhr morgens. Wir besuchen Shia in ihrer Wohnung. Hier lebt sie zusammen mit ihrem Mann Hanno. Auf gerade mal 30 Quadratmetern. Ganz schön kuschelig. Ist aber gewollt, denn Kleinwohnen schont Ressourcen. Nicht mal einen Mülleimer haben die beiden. Dafür hat dieser Hocker eine ganz besondere Funktion. Doch dazu später mehr. Erstmal ein Blick ins Badezimmer. Shampooflaschen, Wattepads oder Zahnpastatuben, Fehlanzeige. Stattdessen gibt's Glastiegel, Kernseife und Bioöl als Creme. Shia und Hanno haben gemeinsam auf Zero Waste umgestellt. Anfangs nicht so einfach. Es gab schon so Sachen, wo wir uns am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht haben, ob das irgendwie geht. Vor allen Dingen, da sind das so Stellen, wo man selber vielleicht ein bisschen unsicher ist, zum Beispiel Deo. Fühlt man sich nicht so wohl, aber da mehr als zufrieden. Das, was wir jetzt haben, besser als jedes andere Deo, was ich vorher probiert habe. Das Deo machen die beiden selbst. Mit Natronpulver, Wasser und ein bisschen Limettenöl. Ist auch deutlich, deutlich günstiger. Es kostet fast gar nichts. Bei den Sachen, die wir wirklich selber machen, sparen wir enorm. Rund 10 Euro geben Shia und Hanno im Jahr für Drogeriemittel aus. Zum Vergleich, beim Durchschnittsdeutschen sind es knapp 170 Euro. Shias Shampoo besteht aus Roggenmehl und Wasser. Klar, nicht für jeden was. Deshalb Shias Einsteigertipp, auch Putzmittel und Allzweckreiniger lassen sich ganz einfach selber machen. 1 Liter Wasser, 1 bis 2 Teelöffel Zitronensäurepulver und 5 Tropfen Duftöl mischen. Abfüllen, fertig. Und dazu kann man einfach, das war auch vom Putzmittel früher, irgendeine Flasche einfach weiterverwenden. Das ist immer das Nachhaltigste, das, was man hat, aufzubrauchen, bevor man losläuft und was Neues kauft. Über ihre Zero-Waste-Ideen schreibt Shia regelmäßig auf ihrem Blog. Vor 5 Jahren undenkbar. Damals ist sie IT-Projektmanagerin mit stressigem Job und wenig Freizeit. Es war so viel Müll, weil ich keine Zeit hatte, mir Fertigessen damit ins Büro genommen hatte und so weiter. Und darauf hatte ich keinen Bock. Bei mir war es, dass ich gesagt habe, ich kündige, ich ziehe die Notbremse und stelle mich komplett neu auf. Von Zero Waste hört Shia zum ersten Mal durch ein Facebook-Video. Und das war eine Familie in den USA, die zu viert nur ein Einmachglas Müll im Jahr hatten. Und es war natürlich unglaublich faszinierend und die haben ein bisschen gezeigt, wie die es machen. Und ich habe ja Hanno direkt hergerufen und habe gesagt, boah, voll geil. Und wir haben am Anfang gedacht, das ist total unrealistisch, dass wir das jemals erreichen. Aber wir fanden schon, ja, so hier und da kann man ein bisschen anfangen, weil jedes bisschen zählt auch irgendwie, haben wir uns gedacht. Und dann sind wir so nach und nach da reingeschlittert. Hanno ist also sofort dabei. Shias Mama ist skeptischer. Auch wegen Shias, nun ja, ungewöhnlichen Einkaufsbeuteln. Wir sind zusammen in den Supermarkt gegangen. Ich hatte die Wäschenetze mit eingesteckt. Und ich dachte so, meine Güte, jetzt gucken alle. Es ist ja total komisch. Aber inzwischen macht die es auch ganz hardcore. Wäschenetze zum Einkaufen? Ja, Shia vermeidet so Plastiktüten. Außerdem immer mit dabei Jutebeutel, Edelstahldose und Edelstahlflasche. Als ich angefangen habe, war das auch Chaos. Ich habe es 3000 Mal vergessen, aber irgendwann wird es zur Gewohnheit. Reis, Nudeln und Mehl kauft Shia alle paar Monate in einem speziellen Unverpacktladen. Ihren Wocheneinkauf erledigt sie jeden Samstag auf einem Markt in der Innenstadt. Gepäck wandert in die eigene Dose. Obst und Gemüse in Wäschenetze und Jutebeutel. Gar nicht so kompliziert. Unverpackt einkaufen geht oft auch in gut sortierten Supermärkten, Bio- und Hofläden. Tipp Nummer 2. Online gibt's praktische Übersichten. Shia listet unverpackt Angebote auf ihrem Blog, zum Beispiel bequem nach Postleitzahl auf. Kleiner Haken, die Preise sind oft nicht ganz günstig. Sparen kann, wer saisonal einkauft und gut plant. Wenn man wenig wegwirft, kann man sich auch Bio-Lebensmittel leisten. Insgesamt konsumiert man natürlich viel, viel bewusster.
Wir haben ausgerechnet, pro Person 50 bis 100 Euro liegen wir über einen Hartz-IV-Satz. Also es geht. Heißt im Klartext, Fia und Hanno leben zusammen von ca. 900 Euro. Auf dem Weg nach Hause noch einen Stopp zum Wasser auffüllen. Fias Tipp Nummer 3. Die Refill-App zeigt über 4000 Orte, an denen man sich kostenlos Wasser für die eigene Trinkflasche zapfen kann. Der Hintergrund: Die Deutschen verbrauchen stündlich knapp 2 Millionen Einwegplastikflaschen. Das Gratiswasser soll diesen Müll reduzieren. Mit dabei sind Cafés, aber auch Reisebüros, Tankstellen und Klamottenläden. Zurück in der Wohnung erstmal ein paar Fotos für Instagram. Auf Social Media gibt Shia auch Tipps, wie man seine Einkäufe richtig lagert. Denn verdorbene Lebensmittel sind in Deutschland ein echtes Problem. 82 Kilo wirft jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr weg. Bei einem vierköpfigen Haushalt macht das Lebensmittel im Wert von knapp 1000 Euro. Pilze, Kohl und Gurke wandern bei Shia einfach in den Kühlschrank. Bei anderen Lebensmitteln muss sie in ihrer Mini-Wohnung schon etwas kreativer werden. So, wir haben leider keinen Keller für die Kartoffeln. Es ist gut, wenn Kartoffeln dunkel und kühl und natürlich trocken lagern. Wir haben aber einen Ofen. Und da kommen die halt einfach rein. Kühler wird es bei uns in der Wohnung, nur noch im Kühlschrank. Jetzt eine kleine Teepause. Soweit so normal. Doch bei Shia landet der lose Tee nicht etwa im Müll, sondern in diesem Hocker. Klingt skurril, aber hier drin verbirgt sich Shias finaler Tipp. Mit einer sogenannten Wurmkiste kann man Bioabfälle sogar in einer Stadtwohnung selbst kompostieren. Wenn ich hier so das hochnehme, hier sind dann kleine Würmchen, die leben in dieser Kiste. Und die ernähren sich von unseren Küchenabfällen. Die Kiste, die füllen wir so ein halbes Jahr sogar. Irgendwann haben wir dann guten Wurmkompost. Das ist ein richtig guter, hochwertiger Dünger. Schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Riecht das nicht streng? Ich weiß noch, früher unser Küchenmülleimer, der hat ja gestunken. Und das riecht ja nicht. Also es riecht nach feuchtem Waldboden, aber es stinkt nicht. Und es ist einfach so eine Verbesserung zu früher, dass ich ihm auch gesagt habe, super. Auch wem Würmer dann doch zu viel des Guten sind, mit ein bisschen Planung und günstigen Haushaltsmitteln lässt sich jede Menge Abfall sparen. Shias Jahresmüll steckt inzwischen in einem Glas, aber wir brauchen einfach nicht Leute, die drei Leute, die es perfekt machen. Wir brauchen Millionen von Leuten, die alle das unperfekt machen, ein bisschen. Und dann hätten wir richtig viel geschafft. Und dank Shia wissen wir ja jetzt, wo wir anfangen können.